Ja, ich freue mich, dass ich heute Frau Staatssekretärin Ina Maria Ulbrich begrüßen kann. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Ich lese das immer ein bisschen absicherheitshalber, damit ich nichts Verkehrtes sage. Und das, was mich hier auch sehr freut, ist, dass Frau Ulbrich eine Alumna von uns ist. Sie hat das Speyerer Ergänzungsstudium 1999-2000, das Wintersemester, hier absolviert. Und wir haben, das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, jetzt die Konstellation ausnahmsweise, dass wir, glaube ich, eine Nordlichter-Treffen hier haben. Ich bin gebürtiger Niedersachse da groß geworden, kenne auch Mecklenburg-Vorpommern und die Ostsee sehr gut. Und Hele hat auch eine norddeutsche Vergangenheit. Also jetzt haben wir erstmalig hier auch sozusagen einen Nordgipfel in dieser Konferenz. Und das ist ja auch unser Bestreben, dass wir in dieser Reihe sehr viele verschiedene Perspektiven, Menschen aus auch Menschen mit Verantwortung aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Bundesländern und auch Frauen und Männer, also dass wir das sehr bunt gemischt haben und das kriegen wir, glaube ich, hier ganz gut hin. Das freut mich sehr besonders. Aber jetzt, die Zeit, die ich hier benutze, geht zu Ihren Lasten. Deswegen nehme ich mich zurück und gebe das Wort an den Hill und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Mühlenkamp. Auch von mir einen schönen guten Morgen, Frau Ulbrich. Ja, ich habe mal 5 Jahre in Schleswig-Holstein gelebt und mich an der Universität Kiel habilitiert. Erinnere mich gerne an diese Zeit im Norden. Insofern kann man das jetzt in der Tat mal so als nördlicher Austausch bezeichnen. Aber worunter wir ja alle leiden im Moment, ist ja Corona. Ja, das ist immer die Frage, die diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Ist Corona eher ein Treiber der Digitalisierung? Oder hat Corona viele Schwächen aufgedeckt, auch wie etwa bei den Gesundheitsämtern, die offensichtlich noch zum Teil mit Fax arbeiten oder bei anderen Aspekten, bei Unternehmensbeihilfen. Und natürlich großes Problem, Homeschooling. Sie sind ja auch Mutter und jetzt auch von zu Hause aus zugeschaltet. Wie sehen Sie denn diese Doppelbelastung von einerseits Homeoffice und Homeschooling in Zeiten von Corona? Also ich persönlich habe den Vorteil, dass mein Mann zu Hause ist und sich deshalb tatsächlich rund um die Uhr um unseren Sohn kümmern kann und tatsächlich Homeschooling mit ihm machen kann. Das funktioniert für die beiden sehr gut, sage ich mal so. Und wir haben ja tatsächlich auch, also wir haben bei unserer Schule ist es so, dass sie über ein digitales Tool tatsächlich auch arbeiten, dort die Aufgaben eingestellt werden, Sprachnachrichten kommen von der Lehrerin, sodass da tatsächlich auch der so ein gewisser persönlicher Kontakt zu der Lehrerin auch tatsächlich noch ist. Das ist ganz wichtig. Vielleicht noch zur Ergänzung, mein Sohn ist in der 2. Klasse gerade. Da kann man auch als Elternteil noch gut unterstützen. Das wird ja dann nachher, glaube ich, dann auch ein bisschen schwieriger. Nein, also von daher, da habe ich ja tatsächlich eine gute Position. Mein Mann ist ja deshalb zu Hause, er ist auch Staatssekretär gewesen. Und als unser Sohn damals in die Schule kam, haben wir gesagt, also mit 2 solchen Berufen, das kriegt man nicht hin, jedenfalls nicht in Deutschland mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und deshalb haben wir uns für das Modell entschieden, dass eben einer zu Hause bleiben muss. Das hilft uns jetzt tatsächlich ganz dolle. So ein Homeschooling, ja, es wird immer viel geschimpft so in der Öffentlichkeit. Ich muss sagen, das klappt bei uns mit dem Austausch mit der Schule sehr gut, weil die Kommunikation einfach funktioniert. Also sowohl die Direktoren, wir kriegen sofort ganz schnell alle Informationen über sehr persönlich gehaltene Schreiben und auch von der Lehrerin. Also das funktioniert wirklich gut. Wir haben telefonischen Austausch mit ihr, sodass sie da auch immer verfolgt, auch mit den Kindern redet. Wie weit sind die Kinder? Wie ist es? Und was bedrückt die? So, und dann, also meine beiden nutzen sehr intensiv auch das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender tatsächlich. Also so Sendungen wie Checker Dobi oder sowas. Also das funktioniert gut und dadurch kommen auch viele Themen tatsächlich abdecken. Ja, also alle leiden ja trotzdem ein bisschen drunter, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, aber auch die Schülerinnen und Schüler. Hier in Rheinland-Pfalz war geplant, ab Montag jetzt wieder einen Wechselunterricht einzuführen. Auch Baden-Württemberg wollte das tun an den Grundschulen, ist jetzt durch das Ereignis in Freiburg leider auch wieder aufgeschoben worden. Also ich denke, wir freuen uns alle, wenn Corona mal wieder vorbei ist, hoffentlich. Genau. Das, was tatsächlich fehlt, sind ja auch wirklich dann die sozialen Kontakte. Na, also das muss man auch sagen, das ist ein ganz großes Problem. Und dann muss man auch sagen, natürlich ist es schwierig, neuen Stoff zu vermitteln, weil die Eltern sind nun mal keine Pädagogen. Das muss man einfach festhalten.
Und ich sehe es bei mir ja bei Kolleginnen und auch Kollegen, die Homeoffice und Homeschooling miteinander verbinden müssen. Und wenn sie dann vielleicht noch ein Kind haben, was im Kindergartenalter ist und so und sich darum auch noch kümmern müssen. Also das ist eine enorme Belastung, die wir gerade tatsächlich den Eltern hier zumuten. Ich finde, die Eltern leisten einen enormen Beitrag für unsere Gesellschaft gerade. Und ich finde, das berücksichtigen wir manchmal nicht hinreichend, sondern ich finde, da müssen wir auch als Arbeitgeber, auch als öffentlich-rechtliche Arbeitgeber, aber alle Arbeitgeber müssen darauf, finde ich, auch ein Stück weit Rücksicht nehmen. Denn was die Eltern da tatsächlich leisten, ist, davon profitieren wir letztlich ja nachher alle wieder als Gesellschaft. Ne? So ist es, kann ich noch voll zustimmen. Also die Kinder leiden natürlich unter diesen fehlenden sozialen Kontakten. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Beruf hört man ja, dass die Älteren, da sie sich schon auskennen in der Organisation, in der Behörde, vielleicht noch über verschiedene Kontakte verfügen, die sie auch dann per Videokonferenz oder Telefon gerne nutzen. Aber gerade neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fällt es schwer, wenn sie nicht persönlich dann auch in der Behörde sein können. Wie empfinden Sie das in Ihrem Haus? Also das ist bei uns auch so. Bei mir im Haus ist es so, dass alle, die neu bei uns anfangen, sich einmal auch bei mir vorstellen müssen. Also weil ich möchte gerne wissen, ich bin ja Amtschefin des Ministeriums und möchte natürlich dann auch die neuen Mitarbeiter kennenlernen und begrüßen. Und wir machen das jetzt tatsächlich über Videokonferenz, dass sich dann alle sehr schnell dann tatsächlich auch über Bild dann Videokonferenz dann begrüßen kann. Hat jetzt ganz gut geklappt. Aber ist natürlich auch für den Einstieg für die neuen Kolleginnen und Kollegen schwierig. Ich finde, wir sehen deutlich, und das ist dieses Homeoffice, wir sehen deutlich, dass die Führungsverantwortung eine deutlich größere ist. Also, oder sagen wir mal so, es wird deutlich sichtbarer im digitalen Zeitalter und bei Führen auf Distanz. Welche Herausforderungen auch Führung mit sich bringt, Personalführung. Und es wird auch deutlich sichtbarer, wo Schwächen sind, das muss man auch sagen, auch da wo Stärken sind. Und das macht, ich sag mal so, Corona auch weit sichtbar. Und Sie hatten es ja vorhin angesprochen, ja, Corona macht viele Sachen sichtbar. Dadurch ist es aber auch tatsächlich ein Treiber. Also wir haben beispielsweise jetzt für das Thema Homeoffice, Führen im Homeoffice, habe ich jetzt bei uns für Führungskräfte verpflichtende Workshops organisiert. Den ersten hatten wir schon, den nächsten kommt im Februar, weil sich einfach auch die Führungskräfte mit der Situation beschäftigen müssen und überhaupt mit dem Thema Führen deutlich intensiver beschäftigen müssen. Da muss man ja sagen, dass wir da in der Verwaltung des Öfteren auch mal ausgesucht haben nach fachlicher Kompetenz und nicht zwingend nach Führungskompetenz. Und ich glaube, das bringt auch so einen gewissen Wandel mit sich, dass wir dort auch auf solche Fähigkeiten einfach deutlich stärker gucken müssen. Ja, es ist in der Tat, wenn Sie das ansprechen, das Führen auf Distanz, eine andere Situation. Ja, wenn ich die Mitarbeiter im selben Haus habe und kann auch mal schnell eine Rücksprache dann organisieren, ist das anders, als wenn ich dann über Videokonferenz oder Telefonanruf versuche, sie zu Hause zu erreichen. Das geht eigentlich dann auch nur, wenn man feste Sprechzeiten vereinbart und sollte man natürlich auch nicht abends und am Wochenende dann tun. Aber es ist ja auch über diese Erreichbarkeit hinaus ein Thema, wie kann ich dann auch virtuelle Teams führen? Wie kann ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause motivieren, dass sie sich einbringen und auch alle Informationen mitbekommen? Ich vergleiche das immer gern auch bei uns mit der Lehre und der Weiterbildung. Das ist ganz anders, vor allen Dingen, wenn ich dann aus Kapazitätsgründen vielleicht nicht mit Videokonferenz, nur mit Stimme arbeite. Wie sehen Sie denn diese Motivationsansätze, dass man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker ja einbeziehen kann in die gemeinsame Arbeit? Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, das, was ich so von meinen Referatsleitern, Abteilungsleitern gehört habe, ist, dass die Teams tatsächlich deutlich enger zusammenrücken, jetzt auch in dieser Pandemie-Corona-Zeit, weil sie einfach das Gefühl haben, ja, wir müssen das jetzt hier einfach zusammen, wir müssen da jetzt zusammen durch und wir kriegen das jetzt auch zusammen hin. Und das
Also wir haben auch Referatsleiterin, Referatsseite berichtet, dass ein sehr viel intensiverer Austausch zum Teil auch stattfindet. Also auch zu dem, also jetzt nicht nur Arbeitsergebnis, sondern auch in dem persönlichen Bereich ein sehr viel intensiverer Austausch. Auch das finde ich ganz spannend. Und was wir in dem Workshop in dem letzten zum Thema Führen im Homeoffice auch rausgearbeitet haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenverantwortlicher arbeiten. Weil sie natürlich, wenn der Chef im Nebenzimmer sitzt oder die Chefin, dann gehen sie einfach mal rüber und fragen, Mensch, ja, wie machen wir das jetzt und so. Und jetzt überlegen die Kolleginnen und Kollegen und machen es einfach. So. Und dadurch entsteht eine deutlich größere Eigenverantwortung. Das finde ich total spannend, als mir die Kollegen das da berichtet haben. Finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, wir müssen nachher nur sehen, dass wir, ich sag mal so, nach Corona, es wird ja hoffentlich auch bald mal ein nach Corona geben, dass wir so diese positiven Effekte dann tatsächlich auch mitnehmen. Zur Frage der Motivation, das ist ein großes Problem und das ist eben auch, das zeigt eben auch, Führung ist auch Arbeit und er braucht auch sehr viel Zeit. Also das ist ja nicht nur die Referatsrunden oder sowas, sondern es sind eben tatsächlich auch die Einzelgespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe das bei uns im Haus so gemacht, dass ich gerade in der Anfangszeit tatsächlich auch wöchentlich einen Brief an die Mitarbeiter, also an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschickt habe. Jetzt derzeit nicht mehr wöchentlich, aber so in so alle 2-3 Wochen ungefähr schicke ich einen Brief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um mal die aktuelle Situation zu beschreiben und jetzt auch zu gucken, okay, auch mal zu berichten, was liegt jetzt bei uns so an, wie wollen wir weitermachen. Bei uns war es ja dann auch so, eben die Leute von jetzt auf gleich ins Homeoffice zu schicken, das ist ja auch eine Herausforderung. Wir hatten zum Glück sowieso geplant eine Technikumstellung zum letzten Jahr. Dadurch haben wir jetzt bei uns tatsächlich alle Mitarbeiterinnen im Energieministerium mit mobiler Technik ausgestattet. Also alle haben jetzt einen Laptop, den sie dann eben entsprechend auch mit nach Hause nehmen können, eben im Büro oder eben zu Hause. Und das funktioniert dadurch sehr gut. Also von der technischen Ausstattung funktioniert das. Wir haben noch eine elektronische Akte bei uns im Ministerium. Auch das erleichtert natürlich vieles. Aber das sind so die Bereiche. Und ich höre aber auch immer wieder, dass die Leute sagen, oh, ich würde gerne mal wieder ins Büro kommen. Ja, klar. Also das ist auch, ich glaube, wir werden bei uns nachher im Grunde so einen Mix haben aus Homeoffice und Büroanwesenheit. Und ich glaube, das ist dann auch sinnvoll und das passt dann auch. Ja, manche fordern ja auch schon so eine Art digitale Kaffeeküche, denn da sollen ja in der Kaffeeküche immer die besten Ideen entstehen, wenn man spontan informell zusammenkommt. Ja. Und oder beim Rauchen. Ja, genau. Und bei Videokonferenzen müssen wir uns immer verabreden. Aber ich finde das interessant, dass Sie beobachtet haben, dass die Eigenverantwortung der Mitarbeiter sich steigert durch diese Art der Zusammenarbeit. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, also gerade Führung muss sich ja dann eben wandeln über Zielvereinbarungen, Ergebnisse. Man muss stärker auch den Zweck, die Absicht, das große Ganze auch vermitteln, damit die Mitarbeiter ihren Wertbeitrag, den sie bringen, dann auch einordnen können. Und es, glaube ich, erfordert auch auf beiden Seiten eine Übung. Auch Führungskräfte müssen ein bisschen loslassen können, keinen Kontrollverlust empfinden, wenn sie mal nicht bei jeder Kleinigkeit mitreden. Und auf der anderen Seite, die Mitarbeiter müssen auch diese Eigenverantwortung üben. Aber das scheint ja schon ganz gut zu klappen bei Ihnen. Ja, da sprechen Sie ein großes Thema an, nämlich das Vertrauen. Ne? Also das ist, das Ganze lebt von einer Vertrauenskultur. Ja. Und diese Vertrauenskultur in einem Ministerium zu gestalten, gelingt nur, weil man das wirklich auch von oben durchträgt. Das ist bei uns tatsächlich gut gelungen, weil ich selber auch dieses Vertrauen habe. Dieses Vertrauen in meine Mitarbeiter, in meine Mitarbeiterinnen, die Führungskräfte. Und dadurch gelingt das auch und ich gebe dieses Vertrauen auch weiter. Wir haben beispielsweise es im Moment auch so, dass wir auch Vertrauensarbeitszeit haben. Ja, also das ist macht für mich wenig Sinn, wenn die Leute im Homeoffice, also es ist ja in manchen Behörden so, was ich so gehört habe, dass sie da im Homeoffice jede Minute im Grunde dokumentieren sollen, was sie da gemacht haben. Ja. Finde ich total schräg, weil ganz ehrlich, im Büro fragt das kein Mensch. So. Und bei mir ist es so, dass ich sage, nee, ich vertraue meinen Leuten die Arbeit, die machen ihre Sachen, das, was sie zu machen haben, das machen die. Und so wie sie es gesagt haben, die Ziele stehen,
die Vorgaben sind und dann setzen die das auch um. Und ich habe da auch überhaupt gar keine negativen Erfahrungen tatsächlich gemacht. Wenn man Vertrauen gibt, kriegt man Vertrauen zurück und gute Arbeit zurück und motivierte Leute. Das ist meine Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe. Das ist aber auch ein Kulturwandel. Ne? Wir wollten ja auch über vielleicht Kulturwandel sprechen. Das ist genau ein Kulturwandel, den wir brauchen. Und dieses Vertrauen zieht sich im Grunde durch alle Bereiche der Digitalisierung. Wir haben ja in Deutschland das so, dass die Bürgerinnen und Bürger dem Staat nicht so wirklich trauen, ja, in Bezug auf Daten beispielsweise. Also die Bürgerinnen und Bürger melden sich an bei Facebook, bei Google und geben ihre Daten frei. Wenn sie sich beim Staat anmelden sollen, dann werden so hohe Hürden aufgelegt. Das ist mir die Frage, warum eigentlich? Vertrauen Sie nicht, dass der Staat mit den Daten natürlich sorgsam umgeht? Das wäre ja auch Irrsinn, wenn wir es nicht machen würden. Das ist die eine Richtung des Vertrauens, die notwendig ist, wenn wir tatsächlich bei der Digitalisierung auch wirklich vorankommen wollen. Die zweite Seite des Vertrauens ist, dass der Staat auch in die Bürger vertrauen muss. Die ist genauso wichtig. Damit meine ich beispielsweise, dass wir natürlich bei Anträgen nicht permanent irgendwelche Unterschriften fordern müssen, die im Übrigen dann sowieso keiner kontrolliert. Ja, also eine Unterschrift zu fordern macht ja eigentlich nur Sinn, wenn ich dann auch wirklich gucke, stimmt das Unterschriftsbild mit dem Ausweis oder mit irgendwas überein? Und wenn ich auch dem Bürger vertraue, wenn er Angaben macht, dass er da nicht jede, also nicht bis ins Letzte das alles nachweisen muss. Mach mal ein Beispiel, ich musste meinen Sohn ja logischerweise zur Schule anmelden, da musste ich seine Geburtsurkunde mitbringen. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Also zum einen wissen die in der Stadt, dass er ist ja da angemeldet, ne? Also, aber ich musste diese Geburtsurkunde nochmal vorzeigen. Und das sind so Sachen, das hindert natürlich auch durchaus dann bei der Digitalisierung, wenn wir solche Vorschriften haben, weil das kriegst du einfach in einem digitalen Prozess nicht wirklich abgebildet, nicht gut abgebildet. Ja, in der Tat, Schriftform Erfordernis, das hindert ja auch teilweise bei manchen Bereichen, dass es schneller vorangeht. Sie haben es angesprochen, also Digitalisierung ist ja mehr als Recht, wir sind ja beide Juristen, und Technik, sondern das hat eben auch viel mit Psychologie, mit Soziologie, mit Atmosphäre in einer Verwaltung zu tun. Und Kulturwandel ist das große Thema, weg von klassischen Hierarchien auch zu moderner Vertrauensarbeit. Was noch hinzukommt, sind die digitalen Kompetenzen. Ja, es wird ja immer teilweise zu Recht kritisiert, dass wir in Deutschland da noch etwas weit zurück sind im internationalen Vergleich. In der Schule wird das aus meiner Sicht noch nicht ausreichend angeboten, diese digitale Kompetenz, auch an Universitäten noch viel zu wenig. Was könnte man denn da tun? Die Bundesregierung hat jetzt gerade diese Woche die Datenstrategie beschlossen und da steht das auch nochmal ausdrücklich drin, dass man sehr viel stärker auch den Umgang mit Daten üben muss und schulen muss. Wie geschieht das bei Ihnen, diese Vermittlung der digitalen Kompetenz und des Umgangs mit Daten? Ja, also wenn ich bei uns im Schulbereich das angucke, da hat unser Bildungsministerium tatsächlich in den Vorgaben, also das, was unterrichtet werden soll, und zwar fächerübergreifend die digitalen Kompetenzen mit eingebaut. Also beispielsweise im Deutschunterricht, dass in Präsentationen mit PowerPoint oder sowas da gemacht werden müssen, wird von, also wirklich in der Schule von klein auf an gelehrt, oder dass eben im Mathematikunterricht bestimmte Tools einfach ausprobiert werden müssen und eingesetzt werden müssen. Also das zieht sich durch sämtliche Fächer und eben gerade nicht nur in dem Fach Informatik. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Digitalisierung durchzieht ja wirklich alle Bereiche und auch die digitalen Kompetenzen. Dazu gehören auch die Arbeitsweisen, so wie Sie es angesprochen haben. Also das übergreifende Arbeiten, auch mal über einen anderen Tellerrand gucken, über den eigenen Zuständigkeitsbereich gucken. Das ist gerade für das Thema Datenmanagement ganz wichtig, weil wir haben tatsächlich viele Daten, und da meine ich jetzt nicht personenbezogene Daten, sondern Daten über, was weiß ich, Straßen, über Energieverbräuche und. Aber wir schaffen es nicht, das entsprechend zu nutzen, weil wir einfach in den Teams noch zu sehr auf die Zuständigkeiten setzen. Wir müssten eigentlich viel mehr bei solchen Themen, bei solchen
ja, bei solchen Aufgaben auch so übergreifende Teams auch deutlich stärker bilden. So, und diese Zusammenarbeit, ich glaube, nur dann wird es tatsächlich gelingen. Auch das ist tatsächlich ja Kulturwandel, ne? Also in der Verwaltung, der erste Grundsatz, bin ich zuständig. So. Ja. Und ja, das ist, davon müssen wir ein Stück weit weg. Ich glaube, dass wir die digitalen Kompetenzen auch in der Verwaltung deutlich stärker in die Ausbildung bringen müssen. Ich hatte jetzt diese Woche gerade Gespräche mit einer Kollegin von unserer Fachhochschule für Verwaltung, Güstrow. Ja. Und das fängt ja, das ist ja nicht Technik, Digitalisierung, sondern es fängt ja an bei der Frage, kann ich in Prozessen denken? Ja, also alles, was wir machen, ist Prozess. So, und dieses Prozessdenken, das muss ich schon mal mit lernen und lehren, damit das entsprechend auch ins Bewusstsein kommt. Plus dann auch so Aspekte wie Nutzerorientierung. Wie gehe ich da eigentlich ran, dass ich wirklich einen nutzerorientierten Prozess kriege? Und da können wir durchaus von den Methoden, die eben in der Wirtschaft schon entwickelt wurden, wie Design Thinking, lernen und das entsprechend ansetzen. Und zwar nicht nur bei der Digitalisierung, sondern auch bei anderen Bereichen. Beispielsweise, wenn wir eine Verwaltungsvorschrift oder ein Gesetz erarbeiten. Da zu gucken, wie kommt das eigentlich bei dem Nutzer an? Wie ist denn dessen Sicht? Und nicht nur von sich aus zu leben, wie könnte es da ankommen, sondern sich in den Nutzer hineinversetzen und wirklich mit der Methode des Design Thinking auch mal Gesetze und Verwaltungsvorschriften anzugucken und zu überarbeiten. Das ist gerade das Spannende, und deswegen wird eben jetzt durch die Digitalisierung tatsächlich auch dieser Kulturwandel in der gesamten Verwaltung angeschoben. Das ist aber ein Prozess, da kann man nicht sagen, von heute auf morgen, zack, wir machen Schnips und dann können das alle und wissen das alle. Da wird man tatsächlich auch ja schrittweise, will ich mal sagen, vorgehen müssen. Dafür haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit mit dem Online-Zugangsgesetz. Weil das Online-Zugangsgesetz und so, wie wir es umsetzen wollen, wir tatsächlich nicht in Zuständigkeiten denken, sondern in Lebensbereiche. Und weil wir mit dem Online-Zugangsgesetz auch tatsächlich diese Denkweisen, also dieses Nutzerorientierte mit reinbringen wollen. Plus dazu auch, wenn nur dann kriegen wir es auch hin, agile Methoden. Ja, also Design Sprints. Ja, also das fand ich ja dann auch eine wirkliche Innovation, dass bei diesen Gruppen, die eingerichtet worden sind im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, auch die Nutzerinnen und Nutzer und die sogenannten Stakeholder auch von Anfang an beteiligt wurden und dass man ganz gezielt auch diese Nutzerperspektive eingenommen hat und auch agile Methoden mitentwickelt hat. Sie haben in Mecklenburg-Vorpommern ja das Themenfeld Bauen und Wohnen in diesem Zusammenhang bearbeitet. Was muss man sich da vorstellen? Geht es da um den digitalen Bauantrag oder genau, was sind da die Inhalte? Genau, digitaler Bauantrag ist so, dass das Hauptthema tatsächlich in dem Feld, wo wir jetzt tätig sind. Und da ist es so, dass wir tatsächlich in den OZG-Laboren, so heißt das ja dann, mit Architekten, mit Bauherren zusammengesessen haben und mit denen tatsächlich uns angeschaut haben, wie wäre der Prozess aus Nutzersicht optimal zu gestalten. Weil es bringt uns ja nichts, also Online-Zugangsgesetz sagt ja an sich nur, dass wir bis Ende 2022 den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen ermöglichen müssen, dass sie digital Anträge stellen können. Das allein bringt mir aber ehrlich gesagt nichts, weil mein Ziel ist, dass wir es nicht nur ermöglichen, sondern dass davon auch ganz, ganz viel Gebrauch gemacht wird. Weil nur dann habe ich nachher tatsächlich auch die Effekte, positiven Effekte in der Verwaltung selber, wenn ich die digitalen Anträge habe und dann, dass die digitalen Daten entsprechend auch nutzen kann. Und damit das wirklich genutzt wird, muss ich den Antragsprozess so gestalten, dass die Bürger und auch die Unternehmen sagen, jo, super, das klappt, das machen wir, das geht schnell, einfach, unkompliziert. Im Grunde so, wie ich heutzutage im Internet einkaufen kann, mir eine Reise buchen kann und. Und da müssen wir hinkommen. Und das geht eben tatsächlich nur, wenn ich den Nutzer von Anfang an mit einbeziehe. Deshalb haben wir das im Bauverfahren gemacht, auch beim Wohngeld beispielsweise. Mit Wohngeldempfängern wurde zusammen der Wohngeldantrag erarbeitet. Und letztlich hat das dann auch Auswirkungen nicht nur für die digitale Antragstellung, sondern natürlich auch für den analogen Antrag. Den kann ich ja entsprechend auch vereinfachen. Ich meine, Sie sagten es ja gerade, wir sind Juristen, aber ganz ehrlich, selbst ich verzweifle manchmal an bestimmten Anträgen und denke mir,
Mensch, was wollen die da eigentlich von mir wissen? So, und das ist doch das Problematische und wo wir hinkommen müssen, dass wir das tatsächlich auch vereinfachen. Und wenn ich die Antragstellung auch vereinfache, dann kriege ich es auch in der Bearbeitung tatsächlich dann auch besser hin. Bis hin eben tatsächlich, das sind ja die Vorteile von Digitalisierung, Einsatz von Automatisierung, Algorithmen, von nachher auch künstlicher Intelligenz. Also da haben wir, glaube ich, ganz schönes Potenzial auch für die Verwaltung. Diese Modelllösungen, die ja in den Laboren dann jetzt erarbeitet werden, gilt ja das Prinzip einer für alle, aber häufig müssen sie ja gerade von Kommunen umgesetzt werden, die teilweise ihre eigenen Fachverfahren dann schon haben. Wie ist denn bei Ihnen die Zusammenarbeit mit Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern? Wir haben bei uns im Land schon seit vielen, vielen Jahren einen Lenkungsausschuss zusammen mit den Kommunen, Lenkungsausschuss Kooperatives E-Government. Und in diesem Lenkungsausschuss besprechen wir die Grundsätze. Und wir haben dazu ein Büro, Kooperatives E-Government, das ist eine Arbeitseinheit von diesem Lenkungsausschuss, die tatsächlich dann auch in den Kommunen beraten und dort entsprechend das einbringen. Und wir haben mit unseren Kommunen diesbezüglich auch gute Zusammenarbeiten. Beispielsweise erarbeiten wir ja diesen digitalen Bauantrag mit einer Kommune, nämlich mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg, und nutzen dort das Know-how. Und ja, das muss dann entsprechend in den Kommunen eingesetzt werden und auch mit den Fachverfahren. Da gibt es natürlich noch so ein paar Herausforderungen. Ne? Das Wichtige ist dann tatsächlich auch, die entsprechenden Schnittstellen zu machen. Und natürlich müssen die Fachverfahrensverantwortlichen oder mit den Firmen da entsprechend auch darauf eingehen, dass diese Standards, die wir ja auch zentral tatsächlich bundesweit festgelegt haben über den IT-Planungsrat, dass die entsprechend auch genutzt werden. Aber da sind wir an sich auf einem guten Weg. Wir haben beispielsweise jetzt, also wir setzen ja auch im Land Online-Zugangsgesetz um, praktisch ja auch nicht nur im Themenfeld Bauen und Wohnen, sondern in allen Themenfeldern. Und haben uns da jetzt aufgestellt, indem wir ein wirklich Programmmanagement aufgesetzt haben mit Projektteams, mit Projektarbeit tatsächlich. Und wir haben pilotiert gerade, wie wir das Online-Zugangsgesetz umsetzen wollen. Wir haben so drei Varianten für uns oder drei Wege rausgearbeitet. Eine ist quick und simple. Da wollen wir das nutzen, was schon da ist, so beispielsweise in Formularservern. So für einfache Anträge kann man das, glaube ich, gut machen. Weil letztlich, das ist aber auch Denkthema noch, der Prozess von einem Bauantragsverfahren, der ist überall gleich. Ob jetzt aber der Abstand zum Nachbarn 3 Meter oder 5 Meter ist, das ist halt unterschiedlich. Aber das ist dann eine Zahl, die ich ändern muss. Ne? Aber der Prozess an sich ist ja gleich. So, also deshalb quick and simple. Dann haben wir die Einer für alle Projekte natürlich, wo wir aus anderen Bundesländern dann die Lösung kriegen, die wir bei uns implementieren müssen. Das müssen wir entsprechend vorbereiten. Und wir haben für uns noch quick und schick, haben wir es genannt, den Weg rausgearbeitet, wo wir selber mit Design Thinking Workshops und in tatsächlich auch Design Sprints, also in sehr schneller Zeit, die Anträge nutzerorientiert erarbeiten wollen. Und letzteres haben wir gerade pilotiert mit unserem Landesamt für Straßenbau und Verwaltung, haben wir 2 Anträge dort gemacht und konnten eben feststellen, dass also die Antragskonzipierung mit der Verwaltung, also auch mit Leuten, die das vorher noch gar nicht so kannten, die Art und Weise des Denkens, dass wir das wirklich innerhalb von 3 Wochen, also wirklich schnell auch hingekriegt haben, sodass dann im Grunde ein nutzerorientierter Antrag vorlag. So, das hat gut geklappt, auch mit kleinem Team und auch mit Einbeziehung von Nutzern. Also in Corona-Zeit natürlich ein bisschen, muss man sich ein bisschen überlegen, wie man das hinkriegt, haben die Kollegen aber gut hingekriegt. Und die Nutzer, also wir hatten beispielsweise einen Antrag jetzt pilotiert, Beantragung von übergroßen landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Mähdrescher beispielsweise. Sondern haben wir eben auch Landwirte gefragt oder haben eben die gefragt, die diese Fahrzeuge dort verkaufen. Die waren total dankbar, dass wir auf sie zugekommen sind. Also waren überrascht, aber auch dankbar, dass sie sich da einbringen konnten, haben total wertvolle Hinweise gegeben, weshalb wir dann die Anträge dann auch entsprechend geändert haben. Und das hat auch dann einen sehr positiven Effekt gehabt für unsere Kollegen in dem Landesamt, weil die gesagt haben, naja, jetzt habe ich mit dem mal gesprochen, jetzt habe ich auch verstanden, warum da die so einen großen Wert drauf legen, dass dieser Antrag eben dann auch schnell bearbeitet wird und sie auch wissen, wo das ist und so. Ne? Also das war total spannend, dieser Prozess. Und ich glaube,
darüber kriegen wir dann ja tatsächlich dann auch, wenn wir zum Kulturwandel wieder zurückkommen, diese Arbeitsmethoden und das Denken dann da auch implementiert. Ja, und es entsteht in der Tat auch Vertrauen und Akzeptanz auch in die Leistungen des Staates. Ja. Also ganz spannend, man könnte das jetzt noch lange fortsetzen. Sie haben ja auch ein Serviceportal in Mecklenburg-Vorpommern. Aber vielleicht auch noch ganz... Und einmal ganz kurz zu diesem Serviceportal, die Einstiegsseite, auch die haben wir nutzerorientiert entwickelt. Wir sind mit den ersten Entwürfen in Bürger gegangen und haben die Leute gefragt, könnt ihr damit arbeiten? Die ersten Entwürfe sahen so aus, typischerweise Verwaltung, sage ich jetzt mal, ganz viel Text noch. Ja. Irre viel Text. So, und wenn Sie sich das Ding jetzt angucken, die Einstiegsseite, es erinnert ja ein bisschen an Google, aber deshalb funktioniert Google auch, weil es einfach übersichtlich und unkompliziert ist. So, also das haben wir auch in Design Thinking oder Design Thinking Methoden entsprechend entwickelt. Ja, also klingt alles ganz spannend. Frage ich mal zum Abschluss, was haben Sie als nächstes vor? Was sind die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind jetzt natürlich, dass wir das MV-Service-Portal mit Leben erfüllen. Also 100 voll digitale Anträge haben wir jetzt drauf. Das muss natürlich weiter gefüllt werden. Und da starten wir jetzt mit der OZG-Umsetzung, mit dem Programmmanagement, was wir jetzt aufgesetzt haben. Und wir wollen die Prozesse dann so gestalten, dass da auch wirklich sehr schnell entsprechend die Anträge drauf kommen. In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen, beispielsweise mit dem E-Government-Zweckfonds, den wir hier bei uns im Land haben, der ja für die Kommunen, also für die Gemeinden und für die Städte die Digitalisierung vorantreiben soll, und in Zusammenarbeit mit den Landkreisen und mit den Dienstleistern von denen. Und mein Weg ist, wir machen Schritt für Schritt und lernen daraus und ändern dann vielleicht auch mal den Prozess mal wieder, auch das gehört dazu, und gehen da eben Schritt für Schritt voran und schaffen es dann bis Ende 2022. Wann darf man dann in Mecklenburg-Vorpommern mal wieder Urlaub machen, um das alles mal vor Ort kennenzulernen? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen Sie die Coronaviren fragen, wann die dann gedenken, sich zurückzuziehen. Nein, das ist... Ist im Moment tatsächlich schwierig. Also das, ja, also ich habe selbstverständlich dort gerne Urlaub gemacht. Ich glaube, ja. Herr Mühlkamp, Sie auch. Ne? War immer schön am Strand in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nach wie vor schön. Das ist jetzt nur sehr einsam an den Stränden, ja. Das muss man so sagen. Das ist, aber das wird auch wieder kommen. Das wird auch wieder kommen. Und ich glaube auch mit Corona, wir werden einfach auch damit leben müssen und werden eben Wege finden müssen. Und da auch vielleicht auch stärker auch auf die Menschen hören, die gute Ideen haben, wie wir dem begegnen können. Okay, Herr Mühlenkamp, wir werden mal schauen, was es für schöne Möglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Ne? Oder haben Sie den Urlaub schon geplant für den Sommer? Ich hatte noch das Glück, bevor im Shutdown, eine Woche an der Ostsee in Stralsund verbringen zu können. Das als Ausgangspunkt für, Sie kennen das ja dann. Ja. Von Stralsund geht es nach Rügen und so weiter. Über unsere schöne Rügenbrücke und ja. Nee, das ist alles. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Impressionen, sage ich mal, aus Mecklenburg-Vorpommern, von der Familie über Tourismus bis hin zum Online-Zugangsgesetz und zum Serviceportal. Ganz herzlichen Dank, Frau Ulbrich, für dieses Interview heute. Ich danke Ihnen. Natürlich auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Es war sehr interessant und ich denke, wir könnten da in Kontakt kommen und sollten auch in Kontakt bleiben. Ja, gerne. Den Austausch auch mit der Wissenschaft, der ist ja auch für uns, wichtig. Und das, was wir als Input geben können, auch wieder für Sie, damit Sie es dann entsprechend weitergeben können an Studenten, das ist ja der Weg, der sein muss. Gut, dann beende ich mal gerne dieses Interview und freue mich auf ein nächstes virtuelles oder vielleicht persönliches Treffen. Vielen Dank. Gerne. Danke.